Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem altkirchlichen Ostergruß begrüßen wir Sie und euch ganz herzlich in unserem Osterfamiliengottesdienst. Herzlich willkommen. Mit diesem Ostergruß verbinden wir uns über Zeit und Raum hinweg mit Christinnen und Christen in der ganzen Welt und wir verbinden uns miteinander. Wir grüßen Sie und euch. Jesus Christus ist auferstanden. Und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. In unserem Familienzentrum hört sich das übrigens so an. Aus dem Team des Familienzentrums der Markusgemeinde aus Oberhausen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Ostergrüße aus der Markuskirchengemeinde Oberhausen, Nordrhein-Westfalen. Wir feiern diesen Ostergottesdienst im Namen Gottes. Quelle des Lebens. Im Namen Jesu Christi, Quelle der Liebe. Und im Namen des Heiligen Geistes, Quelle der Kraft, des Mutes und der Hoffnung. Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Ist der Tag, den Gott macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Lasst uns singen mit Freuden vom Sieg Gottes über den Tod. Ostern heißt, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lasst uns das neue Leben feiern, das dem Tod widersteht. Denn Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir beten. Guter Gott, wir feiern Ostern und erinnern uns daran, zu dir können wir kommen, wie wir sind, mit unserer Freude, unserer Traurigkeit, mit unserem Mut und unserer Angst, mit unserer Kraft und unserer Schwachheit. Wir bitten dich, lass uns heute dein Osterlicht leuchten und lass es aufleuchten durch uns. Amen.
Wir feiern Ostern. Für euch Kinder ist Ostern das Fest der Ostereier, der Osterhasen und der Ostergeschenke. Was bedeutet Ostern für die Erwachsenen? Urlaub, Osterfeuer, Familienfeier? Was von dem gibt es bei Ihnen und euch in diesem Jahr? Bei uns gibt es davon jedenfalls nichts. Schön wäre es schon, und unsere Sehnsucht danach ist auch sehr groß. Aber deshalb feiern wir ja eigentlich nicht Ostern. Wir feiern etwas, was noch viel schöner ist. Wir feiern, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er von Gott auferweckt wurde und neues Leben geschenkt bekam. Daran wollen wir heute erinnern und wir wollen versuchen, dass wir diese Freude heute Morgen auch spüren können. Zunächst aber wollen wir noch einmal zurückschauen auf die Tage vor Ostern. Da ist ja viel passiert im Leben Jesu. Ich mag gar nicht daran denken, dass Jesus tot ist. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mir geht es genauso. Ich kann das nicht begreifen. Jesus hat doch niemandem etwas getan. Es war so schrecklich. Jesus hatte so große Angst vor dem, was mit ihm passieren würde. Ja, es war ganz schrecklich. Sie haben ihn gefangen genommen, gefesselt und mitgenommen. Sie haben ihn so schlimm gequält, geschlagen, bespuckt und ihm sogar eine Dornenkrone aufgesetzt. Er hatte so große Schmerzen, als er am Kreuz gestorben ist. Ich bin so traurig, weil Jesus nicht mehr bei uns ist. Ich habe so große Angst. Wir sind jetzt ganz allein. Was sollen wir bloß tun? Lass uns zum Grab gehen. Ich möchte gerne da sein. Wenigstens am Grab möchte ich sein heute Morgen. Aber Sie haben doch einen Stein vor das Grab gewälzt. Ein Stein viel zu groß und zu schwer für uns. Trotzdem, lass uns gehen. Ich möchte wenigstens in seiner Nähe sein. Zuerst einmal ist da große Angst. Jesus wusste, dass er bald gefangen genommen wird. Er hatte große Angst davor. Auch wir haben manchmal Angst. Jeder von uns. Auch der sagt, er habe nie Angst. Auch die sagt, ich bin immer mutig. Egal ob Kinder oder Erwachsene. Jeder weiß, wie sich Angst anfühlt. Erwachsene sagen, Angst, die ist lähmend. Angst schnürt mir die Kehle zu. Angst verschlägt mir die Sprache. Ich bin starr vor Angst. Kinder wissen, Angst ist wie ein dicker Knoten im Bauch. Diese Corona-Pandemie macht mir Angst. Als Zeichen für unsere Angst habe ich in dieses Tuch einen Knoten gemacht. Wir legen den Knoten ab und bringen damit unsere Angst vor Gott. Thank you.
Jesus wurde gefesselt. Seine Jünger machen nichts mehr. Sie rennen weg, lassen Jesus allein. Auch wir sind manchmal wie gefesselt. Etwas, was uns fesseln kann, ist, wenn wir uns schuldig fühlen. Da habe ich etwas getan, was nicht richtig ist, und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Es ist etwas passiert, was ich nicht gewollt habe. Ich habe jemandem wehgetan und weiß nicht, wie ich es wieder gut machen kann. Denn manchmal nimmt ein anderer meine Entschuldigung nicht an. Das lässt mich nicht los. Immer wieder muss ich daran denken. Ich habe versagt. Damit muss ich nun weiterleben. Mit dieser Fessel. Dass wir uns nicht treffen können. Dass wir so vieles nicht miteinander tun können. Dass wir nicht miteinander Gottesdienst feiern können, macht mir Angst. Wir legen die Fessel ab und bringen das, was uns bedrückt, zu Gott. Sie haben Jesus sehr wehgetan. Menschen, die am Körper und in der Seele leiden, begegnen uns täglich. Auch unter uns werden Menschen gequält, geschlagen, bespuckt, gemobbt. Menschen leiden, weil Krieg ist, weil ihnen das Nötigste zum Leben fehlt. Wir legen die Dornenkrone ab und denken dabei an die vielen Menschen, die leiden müssen. Jesus ist tot, am Kreuz gestorben. Der Tod trennt uns von Menschen, die wir lieb haben. Es tut sehr weh, wenn jemand stirbt, mit dem wir viel Schönes erlebt haben. Wenn wir einen Menschen beerdigen müssen, sind wir traurig und müssen weinen, denn wir vermissen ihn sehr. Wir fühlen uns verlassen und allein. Wir stellen das Kreuz hin und bringen zu Gott, was uns traurig macht. Mit einem großen, schweren Stein wird das Grab verschlossen. Er ist zu groß und zu schwer für die Frauen. Wir legen den Stein hierhin und bringen vor Gott all das, was das Leben schwer macht. Wenn wir denken, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Es geht ein Weinen um die Welt, denn Jesus lebt nicht mehr. Es geht ein Weinen.
weinen um die Welt. Uns ist das Herz so schwer, am Kreuz ist er gestorben und wir sind so allein, allein. Und wir sind so allein. Es geht ein Klagen um die Welt, denn Jesus lebt nicht mehr. Es geht ein Klagen um die Welt, uns ist das Herz so schwer. Muss er nun liegen, davor ein schwerer Stein, ja Stein, und wir sind so allein. Es geht ein Trauern um die Welt, denn Jesus lebt nicht mehr. Es geht ein Trauern um die Welt, uns ist das Herz so schwer. Man hat ihn uns genommen und wir sind so allein, allein, und wir sind so allein. Hallo Petrus, wir müssen dir etwas ganz Wichtiges erzählen. Was ist denn mit euch los? Jesus ist tot und ihr strahlt vor Freude? Ja, wir waren am Grab. Zuerst einmal sind wir sehr erschrocken. Was ist das? Das Grab ist offen, der Stein ist weg. War da schon jemand vor uns hier? Man wird doch Jesus nicht gestohlen haben. Ich habe Angst. Ihr sucht Jesus, den, der am Kreuz gestorben ist? Hier ist er nicht. Gott hat ihn auferweckt. Er ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Er will sich mit euch treffen. Jesus lebt? Das kann ich gar nicht glauben. Erinnerst du dich nicht daran, dass Jesus selbst das gesagt hat? Er will sich mit uns treffen. Jesus ist tot. Wie soll er sich da mit uns treffen können? Ich habe es euch doch versprochen. Ich lasse euch nicht alleine. Ich habe euch doch erzählt, dass ich sterben und am dritten Tag wieder auferstehen werde. Ich bleibe jetzt nur noch eine kurze Zeit bei euch. Dann gehe ich zurück zu meinem Vater im Himmel. Aber ihr werdet mich spüren und hören und mit mir reden. Probiert es aus, auch wenn ihr mich nicht mit euren Augen sehen könnt. Vergesst nie, dass ich euch lieb habe. Erinnert euch daran, was ihr mit mir erlebt habt und wie ich das letzte Mal mit euch gegessen habe. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Geht hin zu den Menschen, erzählt ihnen von mir, erzählt ihnen all die vielen Geschichten davon, dass Gott sie lieb hat, dass Gott bei ihnen ist und sie beschützt. Erzählt ihnen diese Geschichten gegen die Angst. Tauft die Menschen und sagt ihnen immer wieder, dass Gott sie liebt. Ich verspreche euch, auch wenn ihr mich nicht seht, ich bin bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Es geht ein Freuden um die Welt, schaut her, das Grab ist leer. Es geht ein Freuden um die Welt und es wird immer mehr. Gott ließ ihn auferstehen, kommt her und weint nicht mehr, nicht mehr. Und es wird immer mehr. Es geht ein Lachen um die Welt, wir dürfen fröhlich sein. Es geht ein Lachen um die Welt, wir sind nicht mehr allein. Er lebt,
wir können Ostern uns drum von Herzen freuen, stimmt ein, er wird stets bei uns sein. In Zeiten der Angst, der Schuld, des Leids und der Tränen ist unser Leben dunkel. So dunkel, wie es das Leben Jesu auf dem Weg zum Kreuz war. Am Ostermorgen aber kam das Licht und veränderte alles. Deshalb zünden wir jetzt die Osterkerze an. Das Licht von Ostern nimmt nicht alle Tränen weg und alles Leid und die Fesseln der Schuld und der Angst. Aber das Licht von Ostern macht Mut, nicht den dunklen Seiten im Leben die Macht zu überlassen. Weil es Ostern gibt, können wir die Hoffnung haben, dass der Tod nicht das Letzte ist. Gott zeigt uns, dass er uns mit seiner Liebe durch unser Leben begleitet. Sein Osterlicht leuchtet uns. Wir dürfen seinem Versprechen trauen. Er verwandelt unsere Trauer in Freude, unsere Ängste in Mut, unsere Sorge in Zuversicht. Gott verwandelt uns. Wir können neu ins Leben gehen. Amen. Halleluja, 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 Jesus lebt. Freut euch alle, es ist Ostern. Freut euch alle, Jesus lebt. Halleluja, 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 Jesus lebt. Singet alle, es ist Ostern. Singet alle. Halleluja, 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 Jesus lebt. Klatschet alle, es ist Ostern. Klatschet alle, Jesus lebt. Halleluja, 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 Jesus lebt. Klatschet alle, es ist Ostern. Klatschet alle. Halleluja, 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 Jesus lebt. Guter Gott, du wünschst uns ein Leben ohne Furcht, doch jeder und jede von uns kennt die Angst. Wir bitten dich, wenn wir uns fürchten, lass uns spüren, dass du bei uns bist und schenke uns neuen Mut. Dafür zünde ich meine Kerze an. Denn dein Osterlicht leuchtet uns. EG 670. Halleluja, freut euch alle so wie ich, Halleluja.
Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja, freut euch alle so wie ich. Halleluja. Guter Gott, wir verletzen uns oft gegenseitig mit Worten und Taten. Wir machen uns an anderen schuldig. Das fesselt uns. Schenke uns die Freiheit, einander um Vergebung zu bitten und zu verzeihen. Schenke uns immer, immer wieder neue Anfänge miteinander. Dafür zünde ich meine Kerze an, denn dein Osterlicht leuchtet uns. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Freut euch alle so wie ich. Halleluja. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja, freut euch alle so wie ich. Halleluja. Guter Gott, wir wünschen uns ein heiles Leben, dass Körper und Seele gesund sind und bleiben. Wir denken an die Menschen, denen Gewalt angetan wird. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sich für sie einsetzen. Schenke all denen, die an Körper und Seele verletzt sind, Heilung. Dafür zünde ich meine Kerze an, denn dein Osterlicht leuchtet uns. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Freut euch alle so wie ich. Halleluja. Jesus lebt, ich freue mich. Halleluja. Freut euch alle so wie ich. Halleluja. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die traurig sind, weil ein geliebter Mensch gestorben ist. Gib ihnen die Gewissheit, dass du jedes Leben in der Hand hältst und tröste sie. Für sie zünde ich meine Kerze an, denn dein Osterlicht leuchtet uns. Jesus lebt, ich freue mich, Halleluja, freut euch alle so wie ich, Halleluja. Jesus lebt, ich freue mich, Halleluja, freut euch alle so wie ich, Halleluja. Guter Gott, du verwandelst unsere Trauer in Freude, unsere Ängste in Mut, unsere Sorge in Zuversicht. Du verwandelst uns. Wir können neu ins Leben gehen. Dafür danken wir dir. Und so zünde ich meine Kerze an, denn dein Osterlicht leuchtet uns. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und seiner ganzen Schöpfung seinen Frieden. Amen. Den Hinweis auf die Kollekte für Brot für die Welt
finden Sie auf unserer Homepage. Die Videos mit dem Ostergruß aus unserem Familienzentrum sind entstanden im Rahmen einer Aktion des Rheinischen Dienstes für internationale Ökumene. Es wurden Menschen aus aller Welt angefragt, diesen Ostergruß in ihrer Sprache zu sprechen. Und das können wir jetzt auch sehen und hören. Die Ostergrüße aus aller Welt. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe Ostern. He's risen, indeed. Christo Kessar, Vorlasches Mittag. Die Heere hat wahrlich aufgestanden. Masih as Mordegon barchast. Ruri Morana Utsugile. Christus ist aufgestanden. Il est vraiment ressuscité. Yeso, ame fofoka. Tutu, nunga hehe ibana. Al Masih ham. Sin ruhu no mauso keriso. Christus sampun wungu. Verdadeiramente ressuscitou. Atus urungan Christus. Masih vogan as mordegon barchast. Nunga hehe Christus. Hakakam. Christus ngo keke. Christus menang, kita menang. Christus anesti. Sungguh dia Christus ressuscitou. Ya. Tutu ngo keke. Unke kaya. Bulat mia atau surungan Tuhan ta Yesus Kristus. In o ke hai ita. Sige kai mada. Kuke go kai. Ama seke go kai. Kuke go kai. Ama seke go kai. Cham aib tabedes. Kristus sudah bangkit. Chamudo buhalashasnida. No mauso keriso. Kristus saestu sampun wungu. Morana utsuhile, morana utsuhile. Ama seke kaya. Amat hari pasca, Kristus bangkit, kita bangkit. Panjenenganipun saestu sampun wungu. Die Heere het opgestaan. Alitos anest. Kosti Jesus sampon wungu. Amefufuka kweli kweli. Halleluja. Jesus abangit, halleluja. Unji nani kan, halleluja. Maunan Jesus di halata. Jesus badja. Wir wünschen ein gesegnetes und frohes Osterfest. Have a blessed and happy Easter. Auf unserer Homepage finden Sie den Link zu dem Zoom-Meeting für unsere Abendmahlfeier und das Osterfrühstück in digitaler Form. Auch dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Frohe Ostern! Jesus liebt dich, freue mich, Halleluja, freut euch.
Halleluja.